unserer kleinen neuen Offline-Reaction, denn wir haben ja letztens auf ein Video vom Kanal Cranky reagiert und da machen wir heute direkt weiter. Und von daher sliden wir in die nächste Reaction und zwar Pokémon Golder. Die ganze Story deutsch. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Eine weitere lustige Animation, diesmal im Pokémon-Bereich. Und wir sehen hier schon ein wunderbares Tornobdu auf dem Thumbnail und einmal, ja, unseren Hauptcharakter, der wohl ein bisschen stoned aussieht. Wir gehen einfach rein. Pokémon Golder Version. Willkommen, Kleiner. In der Welt der Pokémon. Ja, ich kenne den Scheiß schon. Oh, und wie war doch mal dein Name? Ich heiße Gold. Mein Gott, bin ich geil. Vergiss nicht dein Pokémon-Schätzchen. Ach, Mom, ich bin viel zu jung für ein Handy. Wer zum Fick bist du? Yo. Es passiert jetzt schon einfach viel zu viel. Er hat nicht gerade wirklich das getan, wofür ich es halte, oder? Oh Mann, ey, wir sind doch gerade bei 17 Sekunden. Warte, warte. Schätzchen. Ach, Mom, ich bin viel zu jung für ein Handy. Wer zum Fick bist du? Yo. Du kleine. Von das Geile ist ja, Pokémon Hardgold beginnt ja wirklich so, dass unser Rivale am Fenster steht und in das Labor vom Professor reinschaut, beziehungsweise, ne, Pokémon-Professor. Schön. Welches Pokémon wählst du für dein Team? Feuertyp, ja? Yo, yo, das sei es jetzt deins. Hey, da ist wieder der Xer. Ja. Was ist das? Ey, da ist wieder der. Ihr wisst schon. Ich benutze Pokémon nur Wants to fuck with you. Bekämpfe, um zu kompensieren, dass ich einen kleinen Schwanz habe. Kämpf mit mir. Mit limitierten Gameboy-Animationen. Oh Mann, das. Also. Ey, ohne Scheiß, also du kannst dieses Video ja alle 3 Sekunden einfach pausieren, weil viel zu viel passiert. Was stand da alles? Moment. Oh. Bitch. Warte mal. We don't make meth. Prof Elms Lab. New Barktown. I love science, sagt der scheißende Typ. Erinnerst du dich an seinen Namen, Junge? Ja, ich bin mir sicher, es war, Rival's Name. Po. Sex. Okay, ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie Bock, die Arena-Leiter herauszufordern. Du denkst, du bist der beste Trainer aller Zeiten. Doch zuerst musst du dich beweisen gegen meinen super duper ratze fratze 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 Katze. Aua! Oh, du bist so stark. Gibst du mir bitte deine Nummer, damit ich noch einen anderen Freund habe, außer meinen ratze fratze fratze? Na, scheiß drauf. Besties. Ey, das hat mich auch an Pokémon Hardgold so abgefuckt damals, dass man jedem seine dreckige Nummer geben musste und dann wurde man random zwischendrin immer angerufen. Das hat mich so genervt. Willst du eine Erleuchtung? Klar, wieso nicht? Pack das weg! Endlich treffen wir uns! Nimm dich in Acht vor! Der Kraft meiner unschlagbaren Pokémon! Easy. Hey, Baby! Willst du mal an einer California! Ne, was hält. Ich will nicht wissen, was er. Warte, was hält der in der Hand? Wird nix, Brudi! Kostet $1 Million! Alter, ja. Du musst mir helfen, alle Fleckmons zu retten! Ich hab Besseres zu tun. Du musst mir helfen, alle dieses eine zu Bild! Ich hab Besseres zu tun. Search Brazers. Glurak, schön. Someone's PC, not yours, not free. For public use. Wenn du nicht hilfst, kommst du im Spiel nicht weiter. meine Hüfte! Oh Gott. Was machst du da? Zu einfach. Jetzt kannst du die Arena herausfordern. Sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bist du ein Junge oder ein Mädchen? Das kannst du entscheiden. Nice, jetzt können wir zur nächsten Stadt gehen. Ey, ich finde dieses Video so geil, ne? Also, das Geile ist halt wirklich, also man geht die komplette Story durch, ne? Wir sind gerade bei der zweiten Arena angekommen und wenn man das Game gespielt hat, ist es echt cool, das so zu sehen, wie das einfach auf den Arm genommen wird, wie Babys. Yo, Bitch! Mich nicht ab, Gesicht! Mein Name ist Pussex! Nein! Wer? Jetzt!
kann ich endlich durch diesen blöden Wald gehen. Bitte fang schnell mein Porenta ein. Gott verdammt! Gib mir die VM! Endlich, bei Gott. Ja, weißt du doch, als wir nützliche Items verkauft haben. Hey Trainer, denkst du, du hast eine Chance gegen mich und meine Normal-Pokémon? Normaltyp? Leichte Sache. Und jetzt kommt das Miltank von ihr und alles ist vorbei. Ja, Walzer. Ja, es war so. Was zum Fick? Hast du schon mal versucht, deine Pokémon zu trainieren? Was ist Training? Warum sieht dieses Togepi eigentlich so cursed aus und warum wird Togepis Spitzen geschnitten? Jetzt habe ich irgendwie nichts mehr zu tun, außer den ganzen Tag zocken! Load Game. Okay, weiter geht's oder so, ne? Hi Mom, was ist mit meinem gesparten Geld passiert? Hallo Schätzchen, ich habe all dein Geld für Schutz ausgegeben. Die sind bestimmt nützlich. Mom, ich habe das fürs College gespart. Ey, ich wollte dir das Fahrrad sowieso schenken, du Idiot. Hi Trainer, bereit für eine erneute Klatsche? Komm schon, ich heiße Gold. Scheiße. Schau, ich brauche wirklich deinen Orden. Sei leise, ich will heulen. Sei leise, ich will heulen. Das ist ein sehr guter Platz. Oh, was ist das? Jetzt Gesicht, Scheiße. Na, und wie teuer bist du? Wir sind nicht... Mann, wir sollten das Geld auch fürs College sparen und nicht für Schund ausgeben. 9800 Poké-Dollar. Okay, ist das ein guter Kurs? Nicht diese Art von Tänzerinnen. Ich habe eine Zeitmaschine gebaut. Ich will ein Evoli. Da hast du aber Glück. Nimm meins. Oh mein Gott. Yeah. Sag, willst du mal ziehen? Ich habe keine Angst vor Geistern. So viel zum Thema. Ich habe mir nach ein paar legendären Pokémon gesucht. Aber es gibt keine. Und das ist alles deine Schuld. Laber keine Scheiße. Verdammt. Hätte ich einen Vater, würde er dich fertig machen. Was ist das für eine Aussage? Vor allem, warte mal. Feurigel, Tornobdu, dritte Stufe, Igelava hieß es zweite, ne? Kanimani, Impergator, und wie hieß die zweite Stufe? Also, warum klatscht Igelava eigentlich immer... Ach, egal. Ich meine, Feuer, Wasser, muss man nicht wissen. Oh, Hundis. Da. Ey, ohne Scheiß, diese beiden haben mich immer so aufgeregt. Raikou und Entei, die immer wieder abgehauen sind. Da guckst du, Bratsch. Was suchst du hier, du Versager? Wo ist der Arena-Leiter? Sie kümmert sich um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. So eine Bitch. Pokémon, die nicht kämpfen können, sind wertlos. Bitte, hilf mir, diese arme, kranke Kreatur zu retten. Wenn ich helfe. Krieg ich deine Nummer? Ich denk darüber nach. Geil. Ha. Alter, ohne Scheiß, du kannst auf so viel eingehen. Ich weiß, es ist alles humoristisch gemeint, ne? Aber wir befinden uns, glaube ich, auf der Höhe von dem vierten Arena inzwischen. Denk darüber nach. Vor allem hier, die Inseln, diese dreckigen Tentachas. Ah, ich habe schon Ewigkeiten kein Pokémon mehr gespielt, ey. Warte, und hier kommt jetzt Lugia raus. Weil Lugia befindet sich ja wirklich in diesen Inseln dort. Ha, sag mir, wofür kämpfst du, Junge? Geld und Tschüss, alter Sack. Nicht schlecht, Junge. Them white boys had me on crystal meth. Ich mag dich. Was ist das? Ich mag dich. Willst du mit mir gehen? Okay, wieso nicht? Hahaha.
Ich danke dir. Aber als Arenaleiterin bin ich leider dazu verpflichtet, gegen dich zu kämpfen. Aber so muss es doch nicht laufen. Versprich mir, dass du dich nicht zurückhältst. Zwing mich nicht dazu. Tut mir leid. Nimm diesen Orden und besiege die Pokémon-Liga. Tu es für mich. Na! Warte mal, stand da. Tu es für mich. Leader Jasmine was defeated, okay. Na! Hey, Kleiner! Du musst erst 1000 Poké-Dollar zahlen, wenn du hier durch willst. Ah, jetzt gibt's Ärger. Scheiße, Mann, ich glaube, du verblutest. Wo warst du denn? Das Shiny Garados, ich glaube, du verblutest. Oh Mann, warum macht das so viel Spaß? Hallo, junger Trainer. Ich brauche deine Unterstützung in A Wild Dracula appeared. Argonia City. Das ist der Champion aus Heart Gold Soul Silver, ne? Wenn wir ehrlich sind, habe ich doch sowieso keine Wahl. Wo soll hier bitte Team Rocket sein? Warum schaust du so trübe aus? Ich hab da was Feines für dich. Probier's mal mit Rage Candy Burst. Wir müssen Team Rockets fürchterliche gehirnwellensteuernde und gedankenkontrollierende Maschine vernichten. Suck my dick, Grove Bitch. Folge mir und mach die ganze Arbeit. Folge mir und mach die ganze Arbeit, das ist halt so true. Jedes Mal, wenn du in Pokémon mit irgendeinem Atzen unterwegs bist, müssen wir uns um alles kümmern. Ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Letztes Mal bei Pokémon Goldberg. Team Rocket hat die Pokémon am See des Zorns mit Kontrolle der Gedanken zum Entwickeln gebracht und so einen Scheiß. Hey Gold! Die Dummiese veranstalten in der Höhle eine geile Sexorgie. Ist mir egal, Tony. Danke für deine Hilfe. Trainer, hier, nimm diese nutzlose VM, die du nie benutzen wirst. Die Siegfried. Unsere Wege werden sich an... Hat er Siegfried oder Sigrid gesagt? Die Siegfried. Eine Mischung aus beidem. Unsere Wege werden... Alter, ist das geil. Wir hatten doch letztens erst eine Yamshu-Anlehnung. Guck mal, unten rechts schon wieder dieses Meme. Sich erneut kreuzen. Okay, wo ist dieser alte Eistyp? Gold! Es gibt Probleme im Radioturm. Und nur du kannst helfen. Und sie alle vor dem Tod beschützen. Bitte hilft uns, Team Rocket verwüstet hier alles. Na, verdammt. Ihr seid also hier, um den Intendanten zu retten. Doch er ist nicht hier. Er ist in der Ducatia-Passage eingeschlossen und ich habe die Schlüsselkarte. Ich hab dich verfolgt, Schwanzkopf. Jeder deiner Siege war nur Glück. Jetzt stirbst du. Und dann werde ich Team Rocket selber besiegen. Ja, schön, bring mich hinter uns. Fuck! Der Drachenfucker sagte, ich bin ein Schloch. Junge, diese Sprache, ne? Ich liebe alles daran. Der Drachenflicker. Vielleicht hatte er recht. Ich weiß, du bist gekommen, um mich zu retten, aber hier, rette lieber diese Schlüsselkarte. Warte, du kannst Elektroattacken erlernen? Wir brauchen diesen Radioturm, damit die Welt von unserem großen Comeback erfährt, sodass Giovanni zu uns zurückkommt. Das ist die dümmste Motivation, von der ich jemals gehört habe. Vielen Dank für deine Rettung. Hier, nimm diese coole Feder. Meine Höhle. Das wird leicht. Noch so ein Dracula. Ah, hi. Mein Name ist Sandra und ich bin kein normales Mädchen. Mich besiegst du nicht. Okay. Warte, Alter, es passiert so viel, ne? Ich bin so überfordert. Moment. Leicht. Noch so ein Dracula. Eine Bild reinziehen. Ah, hi. Mein Name ist Sandra und ich bin kein normales Mädchen. Claire, 3 Meilen entfernt. About Claire, not your average girl. World's best Dragon Master. Ist das Tinder? Oder war das mal Tinder? Was soll das sein? Mich besiegst du nicht. Okay, her mit dem Orden. Zuerst musst du das schaffen, was noch niemand zuvor geschafft hat. Was soll die Scheiße?
One Dragon Challenge later. Okay, hier, aber das war irgendwie das Leichteste von allem. Ich verpetz dich bei Siegfried! Ey, es ist schön. Alahuo, let's go! Das ist das Ding vom Spielcover. Das ist das Ding vom Spielcover. Fuck, ich hab mich gespeichert! Das ist ohne Scheiß der größte Struggle gewesen. Damals als Kind habe ich es auch so oft vergessen, davor zu speichern. Und vor allem, das war ja mal die Challenge. Also klar, du hast ja einen Meisterball bekommen, genau für diesen Fall. Aber man wollte die legendären Pokémon natürlich auch immer ohne Meisterball fangen. Keine Ahnung, also den Meisterball hat man gefühlt nie benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe es zumindest nie benutzt. Vor allem, das Lustige ist ja auch wirklich, kleiner Funfact am Rande, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber der Meisterball hat keine 100%ige Fangrate, sondern nur 99,9%. Also es kann wirklich ganz, 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 ganz selten passieren, dass der Meisterball einfach verkackt, wurde mir letztens erzählt. Ich weiß aber nicht, ob das erst ab der 5. Generation so ist oder früher war, aber das ist ein Fakt, der mir letztens erzählt wurde und den finde ich sehr amüsant. Das kann doch Zeit! Du willst also in der Pokémon-Liga kämpfen? Eine Bitch wie du sollte es lieber in der Toilettenliga versuchen. Meine Pokémon sind unschlagbar. Jetzt gibt's sowas von Another Dimension! Ich hasse es zu verlieren, so wie das Gewinnen mich hasst! Was da los, Trainer? Ah! Willkommen im Inigo-Blatt. Du bist jetzt besiegt, mach dich bereit für eine Niederlage. Und so, Trainer, treffen wir uns wieder. Ich werde dich sowas von platt machen. Ich wusste immer, dass du es schaffen wirst. Nun, ich, Siegfried, Meister der Drache, werde deine Stärke testen. Mit voller Stärke meiner Drachen-Pokémon! Das sind keine Drachen-Pokémon. Sag das meinen drei viel zu overpowerten Dragoran. Fuck. Wie können die noch leben? Du kannst nicht Champion der Pokémon-Liga sein, ohne zu wissen, wie man Top-Genesungen benutzt. Alter, ohne Scheiß, wirklich. Als Kind habe ich damals nie gecheckt, dass man vor der Pokémon-Liga noch trainieren sollte. Und da habe ich bei Siegfried immer richtig verschissen. Und ich weiß doch, irgendwann dachte ich so, kacke, ich habe keine Chance gegen seine Level 50er. Nur mein Starter-Pokémon, Endivia, also Meganie irgendwann, war stark genug, aber ich hatte halt einen Typen-Nachteil. Und dann weiß ich noch, wie heftig ich damals trainiert habe. Das war so mein Rocky-Moment für den Kampf gegen Siegfried. Oh. Deine unglaubliche Stärke brachte meine Dragoran zum Explodieren! Gottverdammt! Hiermit erkläre ich dich zum neuen Champion von Johto! Gut gemacht, Gold! Halt's Maul! Halt's Maul! Bro. Wie geht's dir? Ja, mit etwas Ruhe wird es dir bald besser gehen. Holy fucking shit, you can fight the Kanto Gyms now? Spielst du Verstecken mit mir? Nein, scheiß drauf. Panz wie dich habe ich schon im Krieg getötet. Ich sah dich in einer Vision, weil ich ein Psycho bin. Hey, da ist der Johto-Spasti. Da ist der Johto-Spasti. Guck ihn dir an, wie er da langläuft. Ganz allein die Top 4 besiegt haben. Echt jetzt? So stark sieht der gar nicht aus. Schnappt ihn! Oh Gott, verdammt. Bitte schlage mich nicht. Ich nehme hier von Idiot. Bye bye, go go. Hey Kind, ich sei ein Team Rocket-Mitglied-Typ. Kommen aus fremde Land. Trainer einzigartig. Du sei scheiße. Oh no. Das ist sinnlos. Wenn du uns alle 6 besiegst, kriegst du einen wunderbaren Preis. Oh Gott, es tut mir leid. Digga, was ist da passiert? Wunderbaren Preis. Warte mal, Gold extracted the Brick of Heroin. Oh Gott, es tut... Was passiert da eigentlich? Tut mir leid, warte gerade bei einem Blowjob. Oh, du Kleiner. Fuck. Schön, schön, schön. Sieht aus, als hätten wir hier ein Champignon.
Wir sind nie wirklich freundlich zu euch Joto-Spasten. Ist das deins? Ist das nicht geil? Da sind nur geile Chicks drin. Hey, das ist meine Medizin. Alter, warum mache ich das? Du drehst besser um, Junge. Kanto verschluckt dich in einem Stück. Hey, junger Mann. Magst du, was du siehst? Ein Gift bringt noch alle Jungs in das Grab. Wieso? Kann man Sünden vergeben? Kann man Sünden vergeben? Ey, das ist, also, ich muss sagen, also im Gegensatz zur Zelda-Animation, also die Zelda-Animation war deutlich weniger von der Geschwindigkeit her. Das ist hier wirklich gefühlt Generation TikTok, weil so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Du kannst gar nicht auf alles eingehen, was hier passiert. Es gibt so viele Details, die mir zwischendrin auffallen, aber ich denke mir immer so, ich kann dieses Video nicht alle 5 Sekunden pausieren. Ja, du hast recht, Junge, das erste Spiel war besser. Steh auf, fetter Beweg dich! Hey! Mein Schwanz ist steinhart. Vielleicht sollte ich versuchen, meine Pokémon zu leben, so wie es mein Vater nie für mich getan hat. Rival Buttsex became slightly sympathetic. Um Rot kümmere ich mich später. Doch zuerst bist du dran. Genau jetzt. Ich bin obdachlos. Hast du Feuerheiler? Ich bin obdachlos. Denkst du, du hast das Zeug, mich zu besiegen? Joto-Junge? Joto-Junge. Das ist schlimmer als Rot damals mein Radikal tötete. Na, du hast es also geschafft, Gold. Geh doch mal zum Silberberg. Mm. Manchmal glaube ich, mein Sohn ist tot. Oh Mann! Rest in peace. Na, sag es nicht. Ah, das war damals in Hardgold ein wirklich krasser Gegner. Ich meine, er hatte Level 88, Level 90er Pokémon, Rot. Alles, was ich bisher durchlebt habe, war einfach nur eine schlechte Kopie von dir. True. Absolut true. Punkte mich nicht! Diese Maschinengewehre. Dieser Dragon Ball Fight auf einmal. Es gibt keine Chance. Versprich mir, dass du dich nicht zurückhältst. Du kannst nicht Champion der Pokémon-Liga sein, um zu wissen, wie man Top-Genesungen benutzt. Das stimmt. Hey, doch. Ich bin mehr als eine Fortsetzung. Du solltest mal deine Mom anrufen. Das Erste, was man zu einer so heftigen Fight sagt. Alter, was ein geiles Video ist das bitte gewesen. Holy. Aber ich glaube, am Ende passiert jetzt nichts mehr, ne? Ah, wobei, hier ist noch was. Hey, ist alles gut? Du hast im Schlaf geredet. Ja, ich hatte nur wieder diesen komischen Traum. Es war doch ein sehr, sehr guter Traum. Ey, Guys, sau geiles Video, hat mir gefallen. Daumen nach oben wird auf jeden Fall dagelassen und Freunde, schaut gerne auch auf Crankys Kanal vorbei. Wie gesagt, diese Animationen sind einfach viel zu funny. Und wenn du Bock hast auf eine weitere Reaction mit der lustigsten Zelda-Animation, guck dir doch dieses Video hier an. Viel Spaß dabei!